Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Isi und in diesem Video zeige ich euch wieder viele neue und gehypte Produkte und gebe euch meinen Senf dazu. Wir haben ganz unterschiedliche Sachen, Lidschattenpaletten, Bronzer, Foundation, Rasierhobel. Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, es ist wieder so ein Video, wo ich schon geschminkt bin, wo ich die Sachen schon... Ach, die habe ich nicht jetzt gerade ausprobiert, die habe ich schon länger, aber ich gebe so eine Art Mini-Reviews zu vielen Produkten, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe und die es nicht in ein eigenes Video geschafft haben. Aber da sind sehr viele neue und gehypte Sachen auch dabei und... ja, wir haben hier einen Haufen. Ich fange mal an mit Nicht-Make-up-Sachen. Hier ist eine Sache, die ist gar nicht so neu. Ich dachte, sie wäre neu, ehrlich gesagt, aber sie ist wohl nicht neu. Und zwar von e.l.f. gibt es eine magnetische Gesichtsmaske. Da ist... jonglieren kann ich auch. Kann ich nicht. Da ist dieses komische Ding dabei und da ist ein Magnet drin. Und diese Maske, ich zeige euch das mal. Die ist... schwarz. Ja, das ist magnetisch. Das ist eine Paste, die man sich aufs Gesicht aufträgt. Ich habe das auch ausprobiert. Das war nicht schön. Naja, jedenfalls, genau. Man trägt die sich aufs Gesicht auf, lässt die einwirken und dann soll quasi der Magnet nimmt es wieder ab und soll Schmutz aus der Haut mitziehen. Ich zeige euch das mal. Da sind diese Dinger dabei, die man dann über diesen Applikator packen kann. Also wie so ein Kondom ziehst du das da drüber, damit der sauber bleibt. Und dann kannst du hier diese Maske wirklich, siehst du das? Die bleibt da dran pappen und dann ist sie weg. Ich habe das ausprobiert. Und mein Gesicht hat danach schwer gebrannt. Ich fand das total abgefahren, weil das wegen diesem Prinzip und dachte so, wow, vielleicht habe ich danach voll saubere Haut. Es ist lustig, das gebe ich zu, aber meine Haut war danach sehr gereizt und ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen, aber ich fand es lustig. Ich wollte es euch mal zeigen, aber empfehlen würde ich es nicht, aber naja, es ist ein Gimmick. Ich werde irgendeine andere Anwendung für diesen Magneten finden. ja, dann Rasierhobel. Den habe ich wieder eingepackt, einfach nur für den Fall, dass mein Kind irgendwie rumläuft und den dann da... Also ich meine, den hatte ich eh oben im Schrank, aber einfach nur vorsichtshalber habe ich den wieder eingepackt, denn das Ding sieht schon sehr gefährlich aus und ist potenziell, kann man sich damit wehtun, ne? Für Kinder ist es nicht. Genau, da gab es ja von Balea diese Limited Edition neulich. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Jedenfalls gab es da... diesen Rasierhobel und ich habe mir auch noch so ein Rasiergel dazu mitgenommen. Das Rasiergel ist mein ganz normales Rasiergel, riecht gut, habe ich nichts auszusetzen. So, der Rasierhobel. Das ist ja gerade auch irgendwie so gefühlt der neueste Shit auf Social Media, obwohl es die schon sehr lange gibt. Und ich zeige dir das mal näher. Das funktioniert so, da ist eine Rasierklinge drin, eine klassische, die man da einspannt, indem man diesen Griff da reindreht. Und ja, das soll, erstens mal ist es natürlich viel umweltfreundlicher als so ein Plastikrasierer, das ist auch Metall, das fand ich sehr cool. Es soll weniger Rasurbrand und Hautirritationen geben und so und man soll sich damit nicht schneiden. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss das ausprobieren. Also, ich habe mich damit sehr viel geschnitten. Wirklich, ich sah aus... ich muss aber auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen eine Übungssache. Es ist auch eine Sache, wie fest man diese Klinge da reindreht. Und ich hatte tatsächlich keine Hautirritation in dem Sinne danach. Also ich hatte keine gereizte Haut oder eingewachsene Haare oder irgendwie sowas. Aber ich habe mich sehr viel geschnitten. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich vorher schon diese Erdbeerhaut an den Beinen hatte. Ihr kennt es ja, diese Hubbel. Wenn du da rasierst, dann kannst du die natürlich aufschneiden. Es hat nicht wehgetan. Also es war, um Gottes Willen, aber es waren einfach, du weißt schon, diese kleinen roten Blutpünktchen, die, ups, die halt passieren, wenn du dich beim Rasieren schneidest. Davon hatte ich sehr viele.
Im Intimbereich würde ich mich im Leben nicht mit dem Ding dran trauen, aber ich habe vor, damit zu üben, denn das Prinzip finde ich eigentlich cool, aber es ist nicht so einfach und nicht so, ach ja, da passiert nichts, du kannst dich nicht schneiden. Doch, du kannst dich damit schneiden, okay? Das wollte ich einfach nur mal zeigen. Ihr könnt mir ja gerne Tipps geben, falls ihr Erfahrungen mit Rasierhobeln habt, was ich da besser machen kann. Denn an sich, wie gesagt, finde ich das Konzept toll, aber auch immer noch etwas gruselig, wenn ich ehrlich bin. So, dann sind wir bei Primern. Ich mache jetzt so in der Reihenfolge, wie ich es aufgetragen habe. Ich habe zwei Primer heute im Gesicht. Und zwar auf dieser Seite von Natasha Denona den Hygiene Skin Class Primer. Ich habe ihn doch gekauft. Ich hab in letzter Zeit wahnsinnig viel Geld für teure Schminke ausgegeben, sage ich euch. Naja, jedenfalls kann ich wenigstens so meine Erfahrungen mit euch teilen. Und ich sage euch, der ist nicht schlecht. Er ist genau das gleiche wie der Angel Aura von Nabla. Es ist genau das gleiche. Die fühlen sich genau gleich an. Nur die Schimmerfarbe ist anders. Moment, ich zeig's dir. Natasha Denona hat natürlich eine Pipette. Ich sag immer Pipette. So, das ist Natasha Denona und das ist Nabla. Die sind beide flüssig. Der von Natasha ist vielleicht ein Hauch flüssiger, wie du gerade siehst. Und die fühlen sich aber super gleich an. Auch viele von den Inhaltsstoffen. Viele von den Inhaltsstoffen sind gleich. Die Schimmerfarbe ist anders, aber ganz ehrlich, wenn du das richtig verblendet hast, siehst du den Unterschied auf der Haut gar nicht. Und in der Regel macht man ja sowieso Foundation drüber. Und die sind so gleich. Die sind so gleich und der von Natascha ist natürlich viel teurer. Wenn dich der interessiert, probier erstmal den aus, würde ich sagen. Ich finde den von der Farbe her sogar fast ein bisschen besser, weil der nicht ganz so kalt, kühles Gold ist. Ich weiß auch nicht, ich finde den schmeichelnder zu meinem Hautton zumindest, aber naja, wie gesagt, die sind super ähnlich. Super ähnlich. Alles daran ist super ähnlich. Jetzt habe ich sie allerdings vermischt. Und du siehst jetzt sowieso keine Farbe mehr auf der Haut, deswegen ist die Farbe eigentlich auch völlig wurscht. Sie fühlen sich aber beide echt super angenehm an. Sehr, sehr dick, sehr pflegend irgendwie. Sehr angenehm. Okay, dann kommen wir mal zu Foundations. Da habe ich zwei in letzter Zeit ausprobiert. Und zwar einmal die CC Nude Glow. Nennst du dich Foundation? Skin Tint. Den Skin Tint von IT Cosmetics. Das ist ja quasi eine leichtere Version warte mal. Hier zur CC Your Skin But Better Coverage Cream. So, genau. Das ist die alte, das ist die neue. Ich habe die beide in der Farbe Light. Wobei, das ist Light Medium, warte. Hier, Light. Wie du vielleicht siehst, ich bin großer Fan von der IT Cosmetics. Ich habe auch die in Matt. Ich liebe diese Foundation. Ich finde die klasse. Den einzigen Nachteil davon finde ich, dass die recht schwer ist auf der Haut. Die ist einfach recht. Die ist super reichhaltig und speziell im Sommer finde ich das nicht so geil. Deswegen dachte ich, hey, cool, so eine leichtere Version davon. Ja, lass mich dir ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Die ist auch super schön, gar keine Frage. Aber die hat das gleiche Nachteil wie die normale IT Cosmetics Foundation. Und zwar ist die genauso schwer, nur die Pigmentierung ist leichter. Einfach die Deckkraft ist leichter. Ich fühle die aber trotzdem genauso wie die normale IT Cosmetics CC Cream. Und damit ist das für mich eher ein Produkt für den Winter tatsächlich. Im Winter mag ich das gerne, da fühle ich mich geschützt vor der Kälte sozusagen mit dieser cremigen, öligen Foundation. Aber für den Sommer bevorzuge ich persönlich die Oil-Free-Variante, die matte Variante. Das ist eine matte Foundation, die man auch mit trockener Haut tragen kann. Denn ich habe sehr trockene Haut und die betont da gar nichts. Die ist echt super. Das ist meine Sommerversion quasi. Und die anderen benutze ich gerne im Herbst, Winter und so, wenn es kälter ist. Ja, und da fällt die auch rein. Also wie gesagt, hier ist einfach der einzige oder der größte Unterschied ist, die Deckkraft ist leichter. Die ist auch sehr, sehr glowy vom Finish her. Wenn du ölige Haut hast, wirst du die hassen. Ganz sicher. Selbst ich pudere die ab, weil die einfach sehr, ja, die ist einfach sehr ölig, sehr reichhaltig, aber auch sehr pflegend. Und sie hat nur einen Lichtschutzfaktor 40, die andere hat 50. Ja, das ist ja
ist noch ein Unterschied. So, dann kommen wir mal zu einer anderen Vorderstelle. Also grundsätzlich mag ich sie gern. Ich finde sie einfach nur für den Sommer, wenn es heiß ist, ein bisschen zu schwer. Von Maybelline, diese neue Green Edition. Das ist eine Foundation Öl, oder? Wie nennst du dich? Super Drop Tinted Oil. Okay, ja, so. Dieses Teil, also mal abgesehen von diesem Greenwashing-Faktor, ja? Du kannst natürlich keine Firma haben, keine Riesenfirma wie Maybelline und dann eine grüne Edition rausbringen und der Rest von deinen Sachen ist nicht grün. Grün. Dann ist deine Firma auch nicht plötzlich grün, wenn du verstehst, was ich meine. Da bist du, das ist ein bisschen wie bei Revolution mit ihrem Revolution Planet. Das macht die Firma nicht umweltfreundlicher, okay? Diese Edition. Aber gut. Jedenfalls erinnert die mich sehr an eine Foundation, die es vor vielen Jahren mal von L'Oreal gab. Die war in so einer geschwungenen Flasche. Die hat da unten so einen Bauch. War flach, aber mit so einem Bauch. Und war sehr wässrig und ist dann auf der Haut so ein bisschen pudrig geworden. Und das ist bei dem auch. Das ist ganz verrückt. Das ist ein Öl, auch mit so einer Pipette. Und wenn du das erstmal so einreibst, dann fühlt sich das auch super ölig an. Das ist total Öl einfach. Öl mit Farbe. Hat auch relativ viel Farbe, finde ich. Kann man das sehen? Und dann wird die aber plötzlich pudrig. Und zwar auf für meine Haut sehr unschöne Weise. Ich kann die nicht empfehlen. Also die wird bei mir trocken, sozusagen. Die trocknet meine Haut aus, obwohl es ein Öl ist. Und das finde ich sehr irritierend und unangenehm. Und ich würde sie wirklich nicht empfehlen. Kann sie nicht empfehlen. Maybelline macht tolle Foundations, aber das ist keine davon. Jedenfalls meiner Meinung nach. So, dann habe ich noch ein Foundation-Produkt ausprobiert und zwar den Halo Glow Liquid Filter von e.l.f. Dazu habe ich weiß noch nicht, ob ich es schon gepostet habe oder ob ich es demnächst poste, schon ein Video gemacht im Vergleich gleich mit dem Hollywood Flawless Filter. Da sind noch ein paar andere Dupes zu dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury in diesem Video, weil das ist ja ganz offensichtlich ein Dupe. Und dazu kann ich sagen, das ist echt toll. Also, Spoiler, das ist ein sehr gutes Produkt und das würde ich echt empfehlen, wenn dich diese Art von Produkt interessiert. Ich habe das auch drauf im Moment. Das ist quasi ein super natürlicher Highlighter, den man theoretisch im ganzen Gesicht tragen kann, was ich persönlich nicht machen würde. Du kannst ihn als Primer tragen oder eben als Highlighter, so für punktuelles, natürliches Leuchten. Sehr, sehr schön. Das ist echt toll. Schlag mich nicht. Das ist echt toll. So, dann, wo wir gerade bei Charlotte Tilbury sind. Ich habe mir diesen Sunkissed Glow Bronzer geholt. Das ist der erste Creme-Bronzer von Charlotte Tilbury. Auch so ein fettes Ding, relativ groß, weil der total gehypt ist, auch auf YouTube und auf Social Media. Und dann dachte ich, okay, wenn der so super toll sein soll und ich mag Bronzer wirklich sehr, sehr gern, dann hole ich mir den mal. Und ich hatte noch nie einen Bronzer von ihr. Ich habe mir gedacht, na gut. Ja, ich habe die Farbe Fair. Die ist immer ausverkauft, aber wisst ihr was? Einfach bei Charlotte auf der Seite ist sie nicht ausverkauft. Da kann man den einfach bestellen. Das war in, keine Ahnung, 2 Tagen da. War ganz einfach. jedenfalls, genau, habe ich mir den geholt. Der sieht aus wie ein, also das ist ein Creme-Bronzer, aber er ist relativ fest. Also du siehst ja auch, er hat diese Prägung da drin. Hier war noch das Charlotte Tilbury Logo, das ist schon weg, einfach vom Benutzen, das geht ziemlich schnell weg. Und diese hellste Farbe, die ist wirklich extrem kühl für den Bronzer. Guck mal, ich weiß nicht, ob das in der Kamera, das ist immer so ein bisschen schwierig, so differenzierte Farben darzustellen. Aber das ist ein sehr, sehr kühles Braun oder sehr kühler Ton, der wirklich auch für Contouring funktioniert. Ich mache damit so ein bisschen Bronzering, dass ich mir den eher so hier aufgebe, ne? Um meine Wangenknochen noch ein bisschen zu betonen, weil die ja nicht schon krass genug sind. Nein, ernsthaft. Als Contouring ist es super für unterm Kinn. Ganz, ganz toll. Doppelkinn wegschminken und so.
Ja, hier habe ich auch ein bisschen. Der ist für helle Hauttöne, der ist schon, ich finde ihn relativ dunkel für einen hellen Bronzer. Aber er ist schön kühl und man kann ihn gut dosieren. Also du kannst damit auch echt wenig nehmen. Du kannst ihn sehr schön verblenden. Der ist überhaupt nicht fleckig oder so. Da braucht man keine Angst haben von wegen Creme. Der ist auch nicht balmig. Also es gibt ja auch so richtige Creme-Bronzer, die so wirklich wie so eine flüssige Creme sind. So ist der auch nicht. Der wird nicht pudrig, aber der ist irgendwie fester. Ich weiß auch nicht. Es ist eine interessante Konsistenz und ich finde den echt cool. Ich hätte den tatsächlich gern in so einem Hauch wärmer noch. In dieser Intensität, also nicht dunkler, aber ein bisschen wärmer, fände ich ganz cool. Aber ist ein tolles Produkt, ist Limited Edition. Allerdings gibt es aber noch. So, dann, noch was total Gehyptes, wo ich dann mich auch anstecken habe lassen. Die habe ich euch schon mal in den Beauty News gezeigt. Und zwar diese Blushes von RMS. Die gibt es auch bei Sephora. Geh auf. Ich habe die in zwei Farben gekauft. Einmal in Mai Tai, das ist der hier. Und der hier heißt Maiden's Blush. Der heißt aber auf der Sephora-Webseite irgendwie anders. Da steht irgendein französischer Name, frag mich nicht warum, aber das ist Maiden's Blush. Das steht auch hinten drauf. Und die sind super schön. Das sind gebackene Gele, also das ist dieses gebackene Gel-Formula, wie zum Beispiel die Nabla Skin Glaze Produkte. Das ist genau das gleiche, also von der Formulierung her sind die super ähnlich, nur sind das halt einfach andere Farben. Also von Nabla gibt es ja auch zwei Blushes in dieser Formulierung, die habe ich auch beide. Warte, ich kann sie dir zeigen, Moment. Ich versuche die mal alle gleichzeitig zu halten. Das sind die von Nabla und das sind die von RMS. Und die sind von der Formulierung her super ähnlich. Also es ist fast gleich, nur eben andere Farben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei den Blushes mir die RMS-Farben besser gefallen. Maiden's Blush ist so ein richtig schönes... Ja, oh, schwer zu beschreiben. Das ist so ein... Als Blush, den habe ich gerade auch drauf, der hat so eine... Es ist so ein warmes... Nicht Pflaume, es ist kein Berry-Ton, es ist eher so ein braunrot mit ein bisschen Berry. Es ist echt schwer zu beschreiben, es ist diese Farbe. Ein warmes Nude vielleicht, ich weiß nicht. Schwer zu beschreibende Farbe, aber sehr, sehr schön. Und Maiden's Blush ist ein sehr kräftiges Peach. Das sieht in der Kamera immer nicht so kräftig aus, wie es wirklich ist, aber das ist... Ein Peach Pink, würde ich sagen. Aber auch super schön für den Sommer. Diese Farbe macht dich sofort frisch. Und sieht nicht Barbie-mäßig aus oder so. Sieht wirklich richtig, richtig elegant und schön aus und frisch einfach. Die sind toll, diese Blushes. Da hat mich neulich jemand gefragt, hat gesagt, ich würde immer alles kritisieren, ob mir auch mal was gefällt. Ja, mir gefällt sehr vieles. Zum Beispiel diese tollen Blushes, die sind toll. Ja, dann habe ich mir noch einen Blush geholt und zwar von Danessa Myricks, weil ich ja die Palette auch bestellt habe, zu der wir gleich kommen. Und da habe ich mir den auch noch mitbestellt. Das ist jetzt so eine richtige Creme-Geschichte, ne? Das ist der Wet Balm, genau, Dew Wet Balm in Sweet Water. So sieht der aus, wenn man den swatcht, aber den verteilst du natürlich auf den Wangen und dann ist das halt auch so ein glänziges, dewiges Wassermelone-Pfirsich so dazwischen. Zwischen Pfirsich und Wassermelone von der Farbe her. Sehr, sehr schön frisch und super schön. Aber dadurch, dass das auch so ein Balm ist und der halt auch so ein bisschen glossy ist, was, mir gefällt das. Mir gefällt auf meiner trockenen Haut, ich finde das toll. Aber nur mit Haare geschlossen, weil sonst pappen dir echt die Haare ein bisschen dran. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Aber der gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Den finde ich richtig, richtig schön für den Sommer auf braune Haut. Mm, Traum, Traum. So, ich zeige euch gerade hauptsächlich Favoriten tatsächlich. Also das meiste davon finde ich ziemlich gut, aber ich zeige euch mal was, was ich gar nicht gut finde. Hier, ich habe mir von Manhattan, das ist auch neu, diese Eyemazing 5-Tastic Eyeshadows gekauft. Hier, diese kleinen Dinger. Eine Zuschauerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl Dupes zu diesen Dior-Lidschatten sind. Jedenfalls fand ich dieses Grün da so toll, dieses untere,
weil das schimmert wirklich super schön und ich finde die Farbe auch wirklich sehr schön aus dem Quad. Der ist auch von der Qualität her wirklich anständig, aber die anderen. Okay, ich swatch dir mal die beiden Goldtöne. Die sind okay, das da ist mehr so ein Topper und das ist auch sehr schwach irgendwie. Nicht so schlimm. Der hier, der hat schon Hardpan. Den habe ich zweimal geswatcht und der ist, hier sieht man den sogar besser, als ich es bisher hingekriegt habe. Aber der ist super trocken einfach. Der ist jetzt schon Hardpan einfach. Kennst du das, wenn der Lidschatten plötzlich so fest wird, dass nichts mehr rauskommt? Der ist schon total hart. Ja. Und dann, das Allerschlimmste ist aber dieses Grün. So, pass auf. Okay. Naja, Pigmentierung ist jetzt nicht so der Hammer, aber hier, siehst du, da ist es noch. Jetzt pass auf. Das ist ein feuchtes Kosmetiktuch. Ich nehme den ab, ne? Du siehst das. Ich reibe hier richtig. Ich reibe hier so richtig. So richtig, das ist nicht... Ich mache hier keine Show. Ich reibe mit einem feuchten Kosmetiktuch. Da. Siehst du das? Das mache ich mir garantiert nicht aufs Auge, weil ich weiß nicht, ob ich das je wieder abkriege. Das geht nicht ab. Ich nehme ein neues Tuch. Neues Tuch. Grün. Nein. No, thank you. Das ist echt, muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben. Hier habe ich auch noch diesen grünen Stain, aber da habe ich quasi schon vom Finger was abge... Also der größte Teil ist einfach an meinem Finger. Das ist halt richtig schlimm und es geht nicht ab. Was soll denn das? Nein. Okay, dann... Ein anderer einzelner kleiner Lidschatten, den ich mir noch geholt habe, ist von Charlotte Tilbury, der Exaggerize. Das ist ein Creme-Lidschatten. Ist auch mein erster von der. Ich probiere zurzeit mal echt teure Sachen aus. Das ist eine Limited Edition. Davon gibt es mehrere Farben und die sind auch im Standardsortiment. Aber es gibt eben drei Farben, die Limited Edition sind. Und der hier ist einer davon, von der Limited Edition. Und du kannst es hier jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber der ist super natürlich so, es ist so ein No-Make-up-Make-up-Ding, aber mit ganz viel Glitzer-Schimmerpartikeln, die super, super schön aussehen. Und bei mir hält der auch total gut. Das ist so ein Lidschatten, den ich in letzter Zeit total oft benutzt habe, wenn ich so einen Tag hatte, wo ich einfach rote Lippen wollte oder so kräftige Lippen und oben aber gar nicht viel, sondern nur so ein bisschen und dann Bronzer und sommerfrisch, yay. Ich finde den richtig, richtig schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat einfach so einen ganz anderen Schein als die Creme-Lidschatten von Maybelline zum Beispiel. Diese Color Tattoos, die finde ich auch schön, aber die glitzern nicht so schön wie der. Ich denke, ich erzähle von Sommer-Make-up und so und draußen regnet es wie blöd. Es tut mir leid, wenn ihr das hört. Okay, dann kommen wir mal zu den Paletten. Ja, wie gesagt, teures Zeug habe ich mir diesen Monat gegönnt. Das ist die Lightworks Volume 3 The Experience Palette von Danessa Myricks. Und die hat die ja quasi letztes Jahr schon rausgebracht, aber in groß. Da waren dann zwei Farben mehr und in der Mitte waren noch vier so Highlighter-Farben. Das ist eine davon, aber da waren noch mehr. Also es waren einfach ein paar mehr Farben drin. Das sind aber die besten Farben aus der Palette. Das ist so eine eingedampfte Version in kleiner und handlicher und eben eine Multichrom-Palette meiner Träume. Die ist wunderschön. Die Qualität ist traumhaft. Die sind, weißt du, sowas will ich. Sowas will ich. Siehst du das? Na, das kann ich meinen ganzen Arm runterswatchen. Und das... Naja, jetzt habe ich so ungünstig geswatcht. Warte. Ah, ein Traum. So, diese Palette habe ich auch bei Danessa Myricks auf der Seite selber bestellt und die war unfassbar teuer. Mit Zoll noch und Gedöns. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bereue es. Ich hätte es tatsächlich bereut, wenn ich sie mir nicht geholt hätte. Aber die gab es bei Purish für 47,50 Euro.
Ich habe mehr als das Doppelte gezahlt dafür. Da habe ich schon so ein bisschen mich ein bisschen aufgeregt. Die ist immer sofort ausverkauft. Sie wurde jetzt nochmal nachgeliefert bei Pirsch, war wieder sofort ausverkauft. Ich hoffe, sie kommt wieder rein. Du kannst dir so eine Erinnerung machen lassen, falls sie dich interessiert, falls du sie auch haben willst. Vielleicht kommt sie nochmal rein, ich kann es aber nicht versprechen. Auf jeden Fall ein super tolles Ding, vor allem diese Farbe Gaia. Oh, ist die schön. Das ist auch die, die ich drauf habe. Aber gemischt mit noch was anderem. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar The Pat McGrath Mothership 10 Moonlit Seduction. So heißt das Ding. Die hat ja die Optik wie alle Pat McGrath-Paletten. Die Verpackung, die liegt gerade da unten irgendwo. So sieht die aus. Und ich dachte, okay, das wird jetzt meine Alltags-Mothership-Palette, so nach dem Motto, ja? Denn ich habe schon ein paar Mothership-Paletten mittlerweile von ihr. Und ich mag die Qualität wirklich vor allem von den Matten wahnsinnig gern und dann kombiniert mit diesem irrsinnigen Schimmern. Und ich muss sagen, ich finde die Palette wirklich sehr schön, gar keine Frage. Allerdings bin ich mit den matten Farben, also vor allem mit diesen beiden, nicht so happy, weil die schon sehr rosa, lila, so in diese Richtung Berry gehen und ich meine Matten lieber ein bisschen neutraler habe, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, dass der mehr Rosenholz ist, aber der ist schon sehr rose, mehr rosa als Holz. Der hier ist auch super, super schön. Das ist auch so ein gräuliches, na, du siehst es ja hier drin, das ist so ein warmes Silber irgendwie, würde ich sagen. Und der hier, das ist ja der Oberhammerton in der Palette, der Showstopper-Ton, warum eigentlich der Verkaufsgrund dieser Palette. So, der ist auch wahnsinnig. Ich meine, du siehst diesen Glanz und wow. Aber ich habe einen Dupe davon, der ungefähr exakt genau das gleiche ist. Moment. So. Diese Farbe hier, der heißt Vegas Biz und ist von Glam Shop. Das ist ein polnischer Shop, der, siehst du das? Das ist Vegas Biz hier. Die sind quasi identisch. Ich finde den von Pat McGrath ein Hauch besser im Auftrag. Der ist ein bisschen fester gepresst. Der von Glam Shop, der ist eine Riesensauerei, das siehst du hier schon, ja. Das ist ein Gebrösel, das ist nicht mehr lustig. Aber wenn man so einen richtig besonderen, tollen Lidschatten will, gibt es viele bei Glam Shop, aber der kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 6 € oder so. Und die Palette kostet halt irgendwie 150 €. Das ist völlig Banane. Und ich würde da echt, also wenn dich dieser Ton bei der Palette, das ist, was dich anspricht, dann schau mal bei Glam Shop vorbei. Vegas Biz. Da, it's the same. Okay, dann sind wir jetzt bei dem ganzen Lippengedöns. Ich mache kurz meine Hände wieder sauber. So, Fallout haben die Pat McGrath Glitzer Lidschatten. Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig. Ganz kurz noch. Hier, die Multichrom-Lidschatten von Danessa Myricks. Völlig egal von welcher Marke. Bei Multichrom-Lidschatten immer einen Primer benutzen. Ich habe da tatsächlich den Colorfix von Danessa Myricks benutzt, aber es ist eigentlich egal, was für ein Primer. Wichtig ist nur, dass du was hast, wo der Lidschatten sich festhält, weil sonst verschwindet der ins Nichts. Die verrutschen einfach. Das ist bei allen Multichroms so. Jedenfalls bei allen, die ich habe, bei mir, bei jedem Einzelnen. Außer bei flüssigen vielleicht. Aber du weißt schon, ne? Einfach Primer benutzen. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem ganzen Lippengedöns, das ich in letzter Zeit ausprobiert habe. Wir haben hier noch einen aus dieser Go Green. Heißt, warum halt, sage ich immer Go Green? Da steht überhaupt nichts von Go. Da steht Green Edition von Maybelline. Ich habe hier die Farbe 600. Was steht da? Lightning. Lightning. Okay. Das ist einfach so eine Nude-Farbe. Und es ist ein eher schierer Lippenstift, also der ist jetzt nicht so super deckend in einem Wisch, da musst du schon ein bisschen mehr drüber gehen, wenn du Farbe haben willst. Der so ein bisschen, also nicht glossy, aber auf jeden Fall nicht matt, eher so ein schierer, cremiger Lippenstift. Der
so einen Hauch nach Mango riecht, was ich cool fand. So eine Mischung aus Mango und Kokos. Und ich dachte so, oh, aber ganz ehrlich, der ist von der Textur auf den Lippen so dünn, dass man den irgendwie, der ist mir nicht pflegend genug. Also der ist mir nicht dick genug. Ich kann das gar nicht erklären. Der gibt mir nicht genug. Ich wollte, also bei diesen Lippenstiften erwarte ich, dass die sich so schön saftig anfühlen, weißt du, so pflegend irgendwie. Das tut er aber nicht. Dafür ist er zu dünn und ich finde den nicht schlecht, aber ich finde ihn recht unspektakulär, ehrlich gesagt. Also der irgendwie, habe ich mir da mehr davon erwartet, ich weiß auch nicht. Gegenteil dazu ist von L'Oreal diese Paradise, Glow Paradise heißen die. Davon habe ich mir mittlerweile sogar zwei gekauft. Ich habe die Farbe 191 und die Farbe 107. Die sind richtig toll. Das sind auch so eher schiere Lippenstifte, aber die sind viel cremiger und die fühlen sich viel pflegender an als das Teil von Maybelline. Das ist die 191 und das ist die... Oh, habe ich den ein bisschen kaputt gemacht? Oh no. Das ist die 107. Warum swatche ich die Sachen immer so, dass ich den Zoom in der Hand halten muss? Das ist doch bescheuert. Genau, diese beiden. Das sind eben auch so nudige Farben, würde ich sagen, die man auftragen kann, ohne großartig hinzuschauen. Was ich immer gern für die Handtasche mag. Die riechen auch sehr angenehm fruchtig und die sind wirklich, also vor allem dieser 191 gefällt mir sehr, sehr gut für den Alltag. Das ist so ein, das Alltagsrosé, das so einfach draufklatscht und sieht gut aus und fühlt sich gut an und bleibt auch relativ lang dafür, dass der so cremig ist. Die finde ich toll. So, dann habe ich auch hier teilweise sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe mir einen von Rare Beauty geholt. Das ist jetzt mittleres Preissegment, würde ich sagen. In der Farbe Worthy, die sind auch ganz neu. So, die haben hier diesen Mechanismus, wo du drauf drückst und dann kommt der raus. Und das ist auch so Newton, das ist der, den ich drauf habe. Das ist so ein Zwischending zwischen, ja, also wie gesagt, super sheer, dann kommt der hier. Der ist allerdings matt, aber so ein Comfort-matt. Also der hält nicht ewig, der ist auch nicht... Kussecht, siehst du das, der stempelt ein bisschen ab, aber nicht schlimm. Und ist so ein, ja, das ist einfach ein matter Lippenstift für den Alltag. Den würde ich auch als Alltagslippenstift beschreiben. Sehr, sehr tragbar. Sehr angenehm auch dafür, dass der matt ist, finde ich den klasse. Den habe ich jetzt auch schon öfter benutzt und bin sehr happy mit dem. Und dann gibt es... was ich sehr cool an der Reihe finde, ist, es gibt sehr viele Untertöne, die dann je nachdem, also da, zu jedem Hautton gibt es wirklich einen passenden Lippenstift. Das finde ich sehr cool, also einen passenden, nudigen Lippenstift. Der hier ist ein bisschen kühler, es gibt eine wärmere Variante, es gibt ein bisschen kräftiger, aber die sind alle sehr tragbar. Ja, der gefällt mir wirklich gut. So, dann hat mir jemand von euch geschrieben... Lisa Etheridge, das sind die Ferrari unter den Lippenstiften, das sind die geilsten Lippenstifte. Okay, dann habe ich mich damit ein bisschen befasst ja, die sind im Internet auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig beliebt und dann habe ich mir die Farbe, schau mal, mein Finger ist immer noch grün, dann habe ich mir die Farbe Velvet Dragon geholt, weil das klang so, als wäre das genau mein Rot. Und ja, das ist Velvet Dragon. Es ist ein warmes Rot. Es ist ein warmes Rot und der ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein wunderschöner Lippenstift. Sehr stark pigmentiert und das ist tatsächlich, der ist noch etwas haltbarer als dieser von Rare Beauty. Allerdings ist es natürlich auch ein Rot. Ich persönlich finde, dass speziell rote Lippenstifte richtig gut halten müssen. Der ist wirklich toll, aber er ist irgendwie auch nicht so viel toller als die Lippenstifte, die ich von koreanischen Marken habe in Rot. Ich habe auch die ganze Zeit im Internet gehört, speziell diese Farbe Dragon, dass die so außergewöhnlich wäre und es diese Farbe nicht gäbe. Moment.
Aber ich habe diese Farbe quasi schon zweimal. die sind nicht exakt gleich, aber schon sehr nah. Und zwar einmal von Wake Make die Farbe 10. Die heißt irgendwie Bossy oder Boss Lady oder sowas. Die Farbe 10 von den Zero Bullet Dingern. Von Wake Make einfach. Der ist sehr ähnlich. Der ist aber ein bisschen... Der ist ein bisschen bräunlicher, aber das ist schon, das ist die gleiche Richtung und der ist vom Tragegefühl sogar noch ein Hauch angenehmer. Ja. Und dann von Peripera Cinnamon Chai Tea. Oh, ich liebe diesen Lippenstift, den habe ich zweimal. Und den finde ich noch angenehmer zum Tragen und auch der ist farblich sehr, sehr nah dran. Also... Ja, ich finde den toll, keine Frage, aber ich würde nicht sagen, dass er mich der wirklich bereichert hat. Vielleicht hätte ich eine andere Farbe nehmen müssen, ich weiß es nicht, aber da bin ich noch so ein bisschen, das Geld muss man nicht ausgeben. Es gibt tatsächlich speziell im Bereich besonderes Rot auf dem koreanischen Markt speziell ganz gute Alternativen, sage ich mal. So, und dann habe ich einen noch teureren Lippenstift gekauft. Ich weiß nicht, der hat irgendwie, keine Ahnung, also ein bisschen über 30 Euro gekostet, glaube ich. So, jetzt ist Dior mit einem Lippenstift rausgekommen. Ich habe noch nie einen Dior-Lippenstift benutzt, glaube ich. Das fand ich aber so interessant. Und zwar soll das der erste... Bullet Lipstick, also ein Lippenstift in so einem, hier mit so ein normaler Lippenstift sein, der nicht abfärbt. Gar nicht. Das soll quasi der Liquid Lipstick in Stiftform sein, die aber gleichzeitig soll man den nicht fühlen. Der soll sich anfühlen wie Lippen ohne irgendwas drauf. Ich mache ihn mal drauf. Moment. Das ist übrigens die Farbe 840 Forever Radiant. Das ist auch ein Rotbraun, so wie ich sie halt mag. So, ich habe jetzt gerade meine Hand sauber gemacht, aber ich musste den auch gerade mal neben Velvet Dragon swatchen, denn die sind sich auch sehr ähnlich. Ich habe irgendwie ein Beuteschema bei Rot. Die sind sich sogar sehr, sehr ähnlich. Guck mal. Ich weiß schon nicht mehr, welcher ist. Nein, das ist Velvet Dragon und das ist der Dior-Lippenstift. Ich warte mal ganz kurz, aber ich kann dir ja schon mal erzählen, wie das ist beim Auftragen. Der fühlt sich schon cremig an, aber also ist auch sehr, sehr deckend. Also ist nicht ganz so deckend wie der Lisa Eldridge. Hier muss ich vielleicht zweimal rübergehen, ist jetzt auch nicht schlimm, ja. Aber innerhalb von kürzester Zeit... merkst du, dass der so leicht pappig ist. Siehst du das? Dass meine Lippen ganz leicht zusammenkleben. Wie es zum Beispiel auch bei den Matte Inks von Maybelline der Fall ist. Und das ist bei dem auch so. Es ist nicht schlimm, aber es ist da. Das verfliegt mit der Zeit ein bisschen. Und er macht die Lippen nicht so super trocken, aber er ist so ein Hauch angenehmer als die Matte Inks von Maybelline, würde ich sagen, aber er ist nicht unfühlbar, das stimmt einfach nicht. Ich kann auch meine Lippen jetzt nicht mehr so aneinander so reiben, weil die aneinander kleben. Das geht einfach nicht. Kussecht, ja, er ist kussecht. Nichts abgegangen. Das ist faszinierend. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Der hält wirklich gut. Und speziell bei roten Lippenstiften eben will ich, dass die wirklich halten und nicht irgendwie rumrutschen. Aber für 45 Euro, das ist schon echt teuer. Es ist halt eine Luxusmarke. Ne? Dior ist halt eine Luxusmarke. Ich hoffe aber, dass dieses Prinzip jetzt auch in anderen Marken und auch in günstigeren Marken dann Einzug findet, dass man eben Lippenstift hat, die nicht die Lippen so krass austrocknen. Also man spürt den schon, finde ich. Also die Lippen fühlen sich auch trocken an, aber nicht annähernd so krass wie bei einem Liquid Lipstick. Es ist
angenehmer. Ganz ehrlich, es ist angenehmer. Man vergisst den auch. Man kann diesen Lippenstift vergessen, im Gegensatz zu zum schweren Liquid Lipstick. Aber es ist auch nicht so dieses Bare Lips. Naja, das ist ein bisschen übertrieben. So, das war jetzt sehr viel Senf. Ich glaube, es war ein sehr langes Video. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ach so, ganz kurz. Abschminken lässt er sich übrigens relativ einfach. Also wie gesagt, du siehst, ist kussecht, aber mit so einem feuchten Tuch kann ich den abnehmen. Siehst du? Also ein öliges Essen übersteht der nicht. Ja, nur zur Info. Auch hier an meiner Hand geht der einfach weg mit einem feuchten Tuch. Da ist kein Öl drauf. So, genau. Das war jetzt mein sehr ausführlicher und langer Senf zu all diesen Sachen. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und hat dir was gebracht. Schreib mir gerne, wenn du schon Erfahrungen hast mit Sachen, die ich hier ausprobiert habe oder was ich noch ausprobieren soll vielleicht. Und ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, lass mir gerne ein Abo da, falls du hier neu bist. Wie gesagt, Kommentar, her damit. Und ja, dann hoffe ich, es geht euch weiterhin gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann, ciao.